Zuerst einmal vielen Dank, dass Sie sich für ein Regal aus dem Hause Hofer entschieden haben. In diesem Video erklären wir Ihnen die Montage unseres Steckregals Orion Plus. Für den Aufbau benötigen Sie die hier gezeigten Einzelteile. Am besten packen Sie zunächst alle Kartons aus, denn viele Bauteile liegen verteilt zwischen den größeren Teilen. Zum Lieferumfang Ihres Regals gehören Fachbodenträger, auf denen die Regalböden liegen, Sicherungsstifte zum Fixieren, Kunststoffkappen für die Optik, Fußplatten für die Lastenverteilung, Verbinderbleche für den Regalrahmen, Traversen zum Versteifen des Regals, steckbare Mittelanschlagbügel für die Fachböden, zudem noch die Fachböden sowie die T-Hohlprofile als Regalstütze. Die Aufbauanleitung als White Paper finden Sie zwischen den Regalböden in einem der gelieferten Kartons. Obwohl dieses Video ausreichen sollte, um Ihr Regal zu montieren, finden Sie in der Papierversion weitere nützliche Hinweise. Prüfen Sie vor dem Aufbau zuerst die Vollständigkeit aller Einzelteile. Eine Stückliste finden Sie auf Seite 1 der Aufbauanleitung. Für die Montage des Regals benötigen Sie des Weiteren einen Zollstock sowie einen rückschlagfreien Hammer. Wir beginnen mit dem Aufbau der Regalrahmen. Ein Regalrahmen oder auch eine Regalstütze besteht in der Hauptsache aus zwei senkrechten Profilen und mehreren Verbinderblechen. Die Anzahl der Verbinderbleche je Regal hängt von der Regalhöhe ab. Hier gilt, Regale mit einer Höhe bis 2,35 Metern haben je zwei Verbinderbleche. Regale mit 2,7 Metern Höhe haben ein zusätzliches drittes Verbinderblech. Stecken Sie zuerst alle Profile auf die Fußplatten. Die Profile und die Verbinderbleche werden miteinander zu einem Rahmen verheiratet. Zuerst das unterste Verbinderblech einsetzen. Die Höhe beträgt 325 mm vom Fußboden bis zur Oberkante. Hängen Sie das Verbinderblech in der vorgegebenen Höhe von 325 mm in die Lochstanzung ein und schlagen Sie es leicht mit dem Hammer hinein. Sichern Sie mit zwei Sicherungsstiften das Verbinderblech. Das zweite Verbinderblech wird an der Oberseite der Profile eingesetzt. Das Verbinderblech einsetzen und mit dem Hammer in Position bringen. Anschließend das Verbinderblech mit zwei Sicherungsstiften fixieren. Bei einem Regal mit 2,7 Metern Höhe wird ein drittes Verbinderblech benötigt. Dieses wird in einem Abstand von 700 mm über dem unteren Verbinderblech eingesetzt. Kommen wir nun zur Montage der Traversen. Abhängig von der Regalhöhe werden 4 oder 6 Stück benötigt. Die ersten beiden werden an der Unterseite des Regals montiert. Hierzu die Traversen in einem maximalen Abstand von 435 mm von unten in das Profil des Regalrahmens einhängen und anschließend mit dem Hammer in Position bringen. Anschließend die Traversen mit zwei Sicherungsstiften fixieren. Die nächsten beiden Traversen werden an der oberen Seite des Regalrahmens montiert. Die Position ist abhängig von der Höhe des Regals. Die Einbauhöhe entnehmen Sie bitte der Aufbauanleitung. Bei Regalen mit einer Höhe von 2,7 Metern werden noch zwei zusätzliche Traversen in einer Höhe von 1135 mm montiert. Zum Schutz vor Schmutz und Staub werden alle Profile mit einer Kunststoffkappe verschlossen. Hierzu die Kappen auf die Profilenden setzen und mit dem Hammer in Position bringen. Als nächstes folgt die Montage des untersten und obersten Fachbodens. Legen Sie dazu die Böden auf die Träger auf. Kommen wir nun zur Montage der Fachbodenträger. Pro Regalboden brauchen Sie 4 Stück. Die ersten Fachbodenträger werden in einer Höhe von 85 mm montiert. Alle weiteren folgen in einem Abstand von 350 mm. Nachdem alle Fachbodenträger an der gewünschten Position angebracht wurden, werden die restlichen Fachböden eingelegt. Zuletzt folgt noch die Montage der Anschlagbügel. Auf jedem Fachboden wird ein Anschlagbügel montiert. Geschafft! Das Regal ist nun fertig für den Einsatz. Falls vorgesehen, werden im zweiten Schritt alle Anbauregale montiert. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie beim Grundregal.
Und nun noch ein paar Hinweise zur sicheren Benutzung der Regale. Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden. Eine Überlastung der Regale ist zu vermeiden. Die Fachlast, also die Last pro Regalboden, darf nicht überschritten werden. Die Feldlast hingegen ist das Gesamtgewicht aller Lasten im Regal. Dieses maximale Gewicht ist unbedingt einzuhalten. Die Fachlast und die Feldlast sind abhängig von der Konfiguration Ihres Regals. Die genauen Werte können Sie der beigefügten Aufbauanleitung entnehmen. Beachten Sie bitte hier auch alle weiteren Hinweise zur richtigen Nutzung Ihrer Regale. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Aufbau und viel Spaß mit Ihrem neuen Regalsystem von Hofe. Weitere nützliche Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.hofe24.de.